Transnistrien. Ein Land, was ja ansonsten komplett abgeschnitten ist, aber sie haben eine Metro. Motivierte Mitarbeiter im nobelsten Hotel der Stadt. Und hier haben wir in alter Sowjettradition die Helden der Arbeit. Und wenn der Name Programm ist, das ist echt Stanislav-Style. Allein schon diese Ampel, das ist ja Hightech. Spannendes Land, Moldawien. Ich fahre jetzt hier auch schon seit 40 Minuten und ich sehe nichts außer Natur. Felder, Bäume, Wiesen, Felder, Bäume. Ist auch ziemlich schwierig, hierbei irgendwie so ein Tempolimit einzuhalten, weil hier ist ja nichts. Also die Straße ist jetzt ein bisschen ruckelig, aber da habe ich Schlimmeres gesehen. Gibt ja kaum Häuser. Wohnen hier eigentlich Menschen in dem Land? Also, ganz spannend. Bei dem Sonnenschein geht's ja. Aber ich frage mich, wie das hier an regnerischen Tagen ist. Ja, doch, hier könnten Menschen wohnen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird in Moldawien auch Rumänisch gesprochen. Das Rumänische ist als romanische Sprache wiederum mit dem Spanischen verwandt. Also wenn ich es lese, kann ich es mir sogar herleiten. Deutlich sympathischer. Was ist das jetzt? Grenze? Zona Kontroll. This office, Büro, Migration, Asylum, who have arrived, Citizen. Ne, bin kein Ukrainer. Asylauffangstation für Ukrainer. Interessant. Nach der Vorkontrolle ist das wohl hier die richtige Grenze, wo ich bestimmt wieder nicht filmen darf. »1990 ist die Sowjetunion zerfallen. Moldawien hat sich unabhängig von der UdSSR erklärt. Doch ein kleiner Teil im Osten des Landes mit 350.000 Einwohnern sagte, »Ne, wir wollen bei der Sowjetunion bleiben. Oder zumindest bei Russland. Wenn ihr euch selbstständig macht, machen wir nicht mit. Dann machen wir halt ein eigenes Land auf. Ein russlandfreundliches Land.« Transnistrien hat eine eigene Währung, eine eigene Regierung und wird von keinem einzigen Staat auf der Welt anerkannt. Sheriff. Sheriff ist sozusagen die Metro von Transnistrien, diesem lustigen Fantasiestaat. Über die Grenze zu kommen war auch ganz amüsant. Haben es aber geschafft. Interessante Kachel hier, ne? Liebe zum Detail, alten griechischen Kollegen. Transnistrien, ein Land, was ja ansonsten komplett abgeschnitten ist, aber sie haben eine Metro. Also sie heißt jetzt nicht Metro, es heißt Sheriff, aber es ist aufgebaut wie eine Metro und die haben ja alles. Flasche Wodka, 3 Euro. 17,3 sind 1 Euro. Musst du wieder anders rechnen. Aber dann sind 52 sind 3 Euro. Einmal Käse für den großen Appetit. Das sind dann bestimmt 100 Gramm, ne? 14, also 100 Gramm 1 Euro oder Kilo. Ja, und das wird dann aus den ganzen Sonnenblumen, die da wachsen. Ne?
Chini Snow Blonda. Ich dachte, Chini Snow wäre die Konkurrenz. Das hier ist jetzt Hotel Russia, der erste Laden am Ort. Und ich sag ja noch, muss es unbedingt der nobelste Laden sein. Aber Gastgeber weit, jawohl, nur dann ist gut genug. Sheriff Casino. Das ist jetzt wiederum schon moderner, als ich dachte. 18, genau. Ja, erster Haus am Platz, ne? Russia Today. Haben sogar eine andere Sprache als die Konkurrenz von Moldawien. Die Moldawen, das ist so rumänisch für Anfänger. Und die hier ziehen eiskalt Russisch durch. Motivierte Mitarbeiter im nobelsten Hotel der Stadt. Bekomme ich jetzt eventuell noch meinen Ausweis wieder? Naja. Muss ja nicht, ne? Dann schlaf mal weiter, ne? Und hier haben wir in alter Sowjettradition die Helden der Arbeit, die besten Arbeiter von Transistrien, die dann für ein Jahr ausgestellt werden. Erzähl das mal den heutigen Linken oder den Grünen, dass man damals in der echten Sowjetunion oder auch heute noch im Möchtegern-Sozialismus für Arbeit bezahlt wird und nicht für Maul aufreißen, dummschwätzen und demonstrieren. Ja. Das ist dann der wohl echte gelebte Sozialismus. Und wenn der Name Programm ist, das ist echt aus Stanislav Style. Schon diese Ampel. Das ist ja Hightech. Meine erste transistrische Mahlzeit. Ein kaltes Sommersüppchen. Ja, alles mal probieren, ne?